guten Morgen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Plus. Leute, heute ist Montag, der erste Tag nach den Ferien. Dementsprechend habe ich hier ganz viel zu tun. Ich bin auch extra ganz, ganz früh da. Normalerweise eine Stunde vorher und heute 1,5 Stunden eher, weil ich hier ein paar Sachen aufräumen muss und vorbereiten muss. Ich freue mich auf die Kinder und ja, heute ist aber ein etwas stressiger Tag. Ihr wisst das mittlerweile, Montag ist bei mir nicht so toll. Normalerweise arbeite ich immer in der Woche 5 Stunden. Außer montags, da arbeite ich 6 Stunden. Ist zwar nicht viel mehr, aber im Endeffekt ist das eine Stunde mehr. Und heute habe ich auch noch Sport. Da sind die Kinder ganz laut. Ja, ich versuche den Alltag hier zu regeln und nach Feierabend melde ich mich bei euch. Ja, wir treffen uns jetzt mit meinem Mann hier am Hauptbahnhof, weil wir für Iftar noch einiges einkaufen müssen. Wollen und ja, während ich auf ihn warte, bin ich hier in Tikka weg und schaue mir mal ein paar Neuheiten an. Was ist das denn alles? Wie gesagt, ganz viel von The Body Shop. Ganz, ganz viel. Guck mal, das alles ist von The Body Shop da oben für 8,99 € und ursprünglich kostet der wohl 14 €. Geht's. Leute, wie finden wir den hier? Was sagt ihr? Und ich mag irgendwie den Griff nicht, interessanterweise. Aber das hier liebe ich. Ich liebe es. Mal gucken. Ursprünglich 108 €, so 40 €. Ich zeige euch das mal. Also ich habe einmal diese Tasche gefunden. Ich finde die Farbe hier ehrlich gesagt schöner. Aber Moment. Das ist genau das gleiche. Da finde ich aber hier die Struktur, also dass es so schön gehäkelt ist, sehr schön. Nur die Rückseite finde ich schade, dass sie das auch nicht dort so gemacht haben. Und ich kann mir das eigentlich mit so einem weißen Trenchcoat, was ich so besitze, sehr gut vorstellen. Und mit Sommerkleidern, wenn ich zur Arbeit oder zur Uni Bücher mitnehmen muss oder so. Also den kann man auch seitlich tragen, aber den würde ich glaube ich nur so tragen. Ich weiß es nicht, Leute. Ich finde den hier auch schön. Also die Farbe gefällt mir sehr, sehr. Ich mag das nicht, dass das auf dem weißen Hintergrund ist. Also Untergrund ist es hier. Auf beige hätte ich mich richtig gefreut. Und das ist mein Outfit of the Day, Leute. Kennt ihr dieses Phänomen? Man findet Schuhe, die einem richtig gefallen. Ja, richtig. Also ich liebe diese Schuhe. Komplett was für mich mit so Maxi-Kleidern, Jeans-Maxi-Kleidern und so. Und ja, ihr kennt bestimmt das Phänomen. Voila, habt ihr die Größe. Ist das nicht eure Größe? Schaut mal, nur 12 €. Größe 36, falls das deine Größe ist und du es hier schön findest. Mülheim Hauptbahnhof, Leute. Wow, ich liebe es. Oder hier diese Schuhe, auch mit so Maxi-Kleid, so wie ich Maxi-Kleidern. Den kann man sogar hier schön zubinden. Aus Stradivarius. Auch nicht meine Größe. Ich ziehe die Größe 39 an. Alle, die mir schon länger folgen, wissen das. Aber warum? Krass. Leute, was sind das für Preise? Schaut mal, den hatte ich schon mal gesehen und der kostet aktuell, das ist aus Zara, 6 €. Okay, es ist klar nicht meine Größe. Das ist die Größe 37, aber was sind das für Preise, Leute? Dein Schock, auch von Zara. Mal gucken, 38, vielleicht könnte ich noch da rein, mich reinquetschen. 15 €, also das ist richtig schön. Also wird direkt auch heute besser aussehen als meine Schuhe, die ich heute anhabe. Also bei meiner Größe findet man hier gar nichts. Schaut euch mal die Auswahl an. Katastrophe. Jetzt kurz bei der Home-Abteilung. Schaut mal, den hätte ich gekauft. Aber nur eins lohnt sich nicht, zwei. Das ist genau was für mich. Ich hätte noch eins gebraucht, dann hätte ich dann mitgenommen. Aber nur einer macht keinen Sinn. Diese Farben sind meine Happy-Farben, Leute. Terracotta, Orange, Gelbtöne. I love it. Wirklich extrem. Macht direkt gute Laune. Das hat sich euch letztes schon mal gezeigt. Ich versuche euch wirklich dieses Mal nur Neuheiten zu zeigen, während ich warte. Wen nerv ich schon mit Tikka Max? Schreibt mir mal in den Kommentaren. Ich habe euch jetzt einfach spontan mitgenommen. War eigentlich für heute gar nicht geplant, aber während ich gewartet habe, dachte ich mir, zeige ich euch, was ich so Neues finde.
und die besten Nudeln habt ihr kennen. Mal an, wie hübsch, bitteschön. Wow. Stellt euch jetzt hier drin Orangenfeuer. Für nur 8,99 Euro. Also das hätte H&M nicht unter 20 Euro verkauft. Hier kostet er nur 8,99 Euro. Ich habe schon so eins, sonst hätte ich den definitiv mitgenommen, Leute. Ohne Wenn und Aber. Heute hat zwar gar nichts mit Fashion oder mit Home zu tun, aber wie schön sind bitte schön diese Regenjacken für Kids. Oh mein Gott, ich bin verliebt. Schaut mal, da gibt es auch noch den hier, der ist auch richtig schön. Oh, Moment, der hier. Elefanten. Wie entscheidet man sich dann bei so etwas? Schade, dass ich keine Nichte habe. Chuck-Tadle. Also das hätte ich, das Pinke glaube ich, doch das Pinke hätte ich mitgenommen. Oder das mit den Elefanten. Blümchen ist auch schön, aber sowas findet man. Oder das hier für die Jungs oder auch für die Mädels. Das ist auch richtig schön. Chuck-Tadle-Lulasch. Leute, richtig süß. Schaut mal, für die Jungs. Ist wohl unisex, finde ich. Ups, die Preise hätte ich beinahe vergessen. Die kosten jeweils nur 20 Euro. Ich glaube, das ist gut, oder? Ja, es ist schon da. Der wartet schon auf mich. Ich beeile mich. Ich habe nichts mitgenommen. Ich bin stolz auf mich. Schuhe. Bubble Tea. Okay. Heute gibt es marokkanischen Minztee. I am happy. Für 99. Oh, das riecht so gut. Kannst du das riechen? Entweder weil ich hungrig bin, aber ich habe richtig Lust hier drauf. Ich weiß gar nicht warum. Oder Bürgerbrot oder Sandwichbrot. Oh mein Gott. Ey Leute, ist das normal, dass das so ist? Ich habe noch gestern, also was für gestern? Ich habe noch letztens, als wir meinen Keller aufgeräumt haben, eine Flasche weggeschmissen, weil die so aussah. Und jetzt sehe ich, dass sie das hier sogar so haben. Ist das normal? Okay, habe ich das umsonst weggeschmissen? Eine Bürgerbrot ist geschüttet. Genau so sah das aus und ich habe es weggeschmissen. Aber fand es voll schade, weil ich liebe Olivenöl. Aber jetzt sieht das hier im Geschäft genauso aus. Leute, Finger weg davon. Ich habe das letztens mal probiert auf Instagram mit euch und hat nichts mit unserem Dolma oder so zu tun. Finger weg. Ein Muss jedes Mal sind die gegrillten Auberginen. Das hier ist auch Liebe und Pfirsich noch mehr, aber die haben halt nur noch Kirsche. Das habe ich auch mitgenommen. Aber hauptsächlich sind hier das Gleiche. Und jetzt fahren wir mit unseren Fahrrädern wieder nach Hause. Ich liebe es. Und jetzt das Wetter. Es passt einfach sehr gut. Und dann habe ich auch ein bisschen was für meinen Körper getan. Einfach abscannen. Für 0 Euro, da man Student ist. Fahren.
Das ist gut, ne? Ja, perfekt. Wisst ihr, was voll unvorteilhaft ist? Dass meine Sonnenallergie angefangen hat, während wir hier Fahrrad fahren. Ich brauche eine Sonnenbrille. Okay, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ich bin fix und fertig, Leute. Ich habe den ganzen Weg, also rechts am Auge, getränt. Und ja, beinahe hätte ich mich auch sogar mit einem, aber naja, egal. Okay. Wie gesagt, ich bin fix und fertig. Hätte ich gar nicht gedacht, aber jetzt, als ich zu Hause ankam, habe ich gemerkt, ich spüre es. Das ist einfach, das Wetter ist so schön, warm. Es ist der erste Tag nach den Ferien. Ich gebe jetzt gleich sogar Nachhilfe. Wir haben jetzt etwas Fleisch gekauft. Die muss ich jetzt abpacken in Portionen. Und dann kommt in 30 Minuten meine Nachhilfe. Ich habe extra angerufen und gefragt, ob sie heute 15 Minuten später kommen kann. Aber das passt immer so gut, Leute. Ich freue mich auf das Essen heute. Heute werde ich für zwei kochen, also zwei unterschiedliche Menüs kochen. Mein Mann und ich haben uns nicht einigen können. Er wünscht sich ganz was anderes, ich wünsche mir ganz was anderes. Deswegen, er achtet einen Tick mehr auf seine Ernährung als ich. Er macht mehr Sport und alles. Ja, es ist für ihn einfach etwas wichtiger. Ich habe heute nämlich einfach Lust auf Yalama. Ich mache es aber die leichte Version. Und danach werde ich später nach dem Essen naschen. Also Milkies. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Schoko-Kokos-Variante auch lecker ist, aber ich habe Milkies Basic oder Sade mal probiert und das war super lecker. Ich glaube, das ist was Syrisches. Ich weiß es nicht, aber das gab es früher nicht. Und das hier, darauf freue ich mich auch extrem. Okay. Und am Abend freue ich mich auch auf marokkanischen Minztee. Leute, das habe ich schon so lange nicht getrunken. Und ja, ich bekomme Yalama. Ich zeige euch mal ein Bild. So wird es inshallah am Ende aussehen. Und dann werde ich für meinen Mann einfach Champignon mit Hähnchen anbraten. Und ja, das reicht. Und dann gibt es auch noch koreanische Gurkensalat. Ganz schön scharf. Das ist heute mein Plan. Jetzt muss ich aber erstmal hier alles wegräumen, Nachhilfe geben und ich melde mich bei euch. Das mal so nochmal, das was ich letztens gemacht habe, die Red Curry Paste aus Go Asia. Ich habe bei meinem letzten Video nochmal immer wieder die Frage bekommen, woher? Also von Go Asia, kann man das erkennen? Und das ist diese Paste, die kann ich euch zu 100% empfehlen. Das ist auch jetzt hier für mich so ein Reminder, den werde ich definitiv nochmal kaufen und keine andere neue Paste austesten. Die hat mein Mann, wir haben direkt einen Tag später das, was ich nicht essen konnte, dann, also ich hatte ja ganz viel Restessen übrig und gestern war unser Restessentag. Da haben wir komplett alles, was im Kühlschrank noch an Reste übrig war, gegessen, unter anderem das hier auch. Und mein Mann meinte direkt, oh mein Gott, das schmeckt richtig gut. Also Empfehlung. Die Nachhilfe ist weg, also Feierabend für heute. Schaut mal, ich habe ein riesen Zoom-Paket. Ihr wisst jetzt, was als nächstes kommt. Definitiv ein Zoom-Haul. Und ich habe auch ganz viel bei Trendyol bestellt. Ganz viel Beidamlück für Eid. Für unser Zuckerfest, nenne ich mal so, habe ich auch ganz viel bestellt. Aber nur ein Teil ist angekommen. Aber die Lieferung, ich bin schockiert. Ich habe am Freitag bestellt, heute ist Montag, ist schon angekommen und der Rest soll schon morgen ankommen. Also freut euch auf ein Unboxing und Try-on-Haul. Ich freue mich mega auf die Teile. Ich habe echt schöne Sachen bestellt, nämlich. Ich hoffe mal, dass die Größe passt. Ich komme gerade damit nicht klar. Also das Wetter ist Bombe. Leute, es ist langsam Zeit, dass ich mich um meinen Balkon kümmere. Hier einmal kann man bestimmt gut erkennen, mein Fenster muss ich von dieser Seite putzen. Katastrophe. Und ja, meinen ganzen Chaos hier drin. Ich habe einfach dieses Jahr vergessen, meine Balkonmöbel und meinen Outdoor-Teppich rauszunehmen. Und dann war es irgendwann mal zu spät. Und dann habe ich gedacht so, weißt du was, ich muss die eh wegschmeißen. Dann lasse ich die jetzt hier. Und hier muss ich wirklich alles rausnehmen, abreißen und wegschmeißen. Deswegen freue ich mich einfach auf neue Balkonmöbel. Oder vielleicht lasse ich das jetzt bei dem Tisch und bei den Stühlen. Aber ich freue mich einfach auf ein Makeover. Bleibt dran. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Mini-Action-Haul. Also, ich nehme mir mal meinen Kassenzettel zur Hand. Wie gesagt, Mini.
dementsprechend auch mein Kassenzettel. Da habe ich nur 27,55 Euro bezahlt. Für meinen Wocheneinkauf oder Monatseinkauf ist das wirklich nicht so. Eine Sache, was ich immer wieder nachkaufe, sind hier meine Müllbeutel. Zwei Stück für je 1,19. Und das Schönste, Leute, schaut mal. Was für schöne Perlen, oder? Eine Perlenbox mitgenommen für 5 Euro. Schaut mal, ich freue mich schon mit euch, definitiv ein paar Ketten, Halsketten, Armband oder Ringe zu gestalten. Dafür habe ich sogar, für die Ringe habe ich letztens bei Sustene Grene auch extra so ein Band mitgenommen, was so dehnbar ist. Ich dachte, das wird richtig schön. Also man kann schöne Blumen oder so, so Blumenringe oder so gestalten. Darauf freue ich mich. Da hab, die hier haben je 99 Cent gekostet und diese Riesenbox mit 48 Farben 5 Euro. Dann habe ich Airwick mitgenommen. Die zwei Stück für 5,99. Das ist die Duftrichtung Blütenzauber, ätherische Öle, enthält natürlich ätherische Öle, Frühlingsblumen und Taufrische. Und passend dazu, weil ich meinen Anstecker weggeschmissen hatte, habe ich für 99 Cent so einen Anstecker mitgenommen. Ich hatte noch ein Knoblauchöl mitgenommen, den haben wir aber schon benutzt für Pizza. Kann ich euch empfehlen. Dieses Mal habe ich aber Chili-Knoblauchöl mitgenommen. Das mache ich nicht ein zweites Mal. Dann wollte ich hier noch das hier testen. Das hat sich euch auch im Video gezeigt. Für 1,95 Barbecue-Soße. Ist neu von der Marke. Und weil ich alle Soßen von dieser Marke liebe, wirklich Action-Soßen sind die besten, habe ich auch jetzt das neue zum Testen mitgenommen. Für 1,95. Dann habe ich mich für diese Maske entschieden. Da waren richtig schöne Haarmasken von Garnier. Einmal Honigmilch und Olivenöl, aber ich habe mich jetzt für Arganöl, Mandelcreme, Argan-Mandelcreme entschieden. Da steht sogar Argan aus Marokko, genau deswegen habe ich mich dafür entschieden. Gewürzmischung mitgenommen für Seafoods. Dann zu guter Letzt super unspektakulär Katzenklo-Geruchsentferner für 2,99 Euro. Das kaufe ich auch immer wieder nach. Also mehr nicht, Leute. Ich habe nichts Unspektakuläres, was ich euch gezeigt habe. Es sind wirklich sehr, sehr einfache und langweilige Sachen. Also wir müssten nachträglich die 25 öffnen. Das habe ich gestern vergessen. Mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Nein, nicht schon wieder. Leute, ich mag Reese's nicht. Oder wie das auch gesprochen wird. Ich mag das nicht. Und das ist, glaube ich, Produkt Nummer 4 davon. Also wenn man kein Peanut Butter mag, hat hier Pech. Also ich habe Pech. Ich habe schon alles verschenkt. Aber heute ist der 26. Ramadan-Tag. Deswegen öffnen wir auch die 26. Oh, das ist, glaube ich, was Cooles. Hört sich schon mal richtig lecker an. Cool. Okay, das ist sehr interessant. Das wird direkt heute probiert. Oh mein Gott, Leute, ich habe jetzt geschaut. Wir haben 7:10. Das heißt, ich habe gar nicht mehr so lange Zeit. Ich wollte euch eigentlich super gerne mitnehmen beim Kochen, aber ich werde es zeitlich nicht schaffen. Ich muss noch eine Elternmail schreiben, eine umfangreiche mit ganz vielen Daten. Dann muss ich einigen Eltern antworten. Dann muss ich aber auch das, was mich mehr stört, ist, dass ich Tests, Mathe-Tests kontrollieren muss. Und das muss ich definitiv heute schaffen, weil ich die morgen zurückgeben möchte. Das heißt, ich schaffe es gar nicht, mit euch zusammen zu kochen. Ich werde aber versprochen auf Instagram euch mitnehmen oder ein Rezept mitgeben. Okay, so machen wir das, sonst schaffe ich es heute nicht. Ich hoffe, dass du trotzdem Spaß hattest bei meinem chaotischen Montag. Also da habe ich nicht allzu viel euch zeigen können. Trotzdem hoffe ich, dass ihr Spaß hattet beim Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen und ja, auf eine Frage, die einige von euch gefragt haben. Ja, es kommt eine Bayram-Verlosung. Versprochen.